Herzlich willkommen, liebe Grill- und Barbecue-Freunde. Heute gibt es bei uns ein Tomahawk-Steak. Ihr hört es im Hintergrund, machen tun wir das aus unserem GMG Pellegrill. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir das gemacht haben, dann heißt es für euch dranbleiben. Viel Spaß dabei. Ja Leute, heute gibt es bei uns ein Tomahawk-Steak. Und zwar ist es gedry-aged und kommt vom Emsrind. Schaut euch mal den Trümmer an. Ist das nicht ein Kavenzmann? Wach Gott, ist das eine Fleischkeule. Ja, da mache ich nicht weiter groß dran rum. Ich habe da einen Rub, wird eingerubbt und dann werde ich das Ganze schön mit wenig Temperatur auf meinem GMG Pellet Grill schön smoken. Im letzten Drittel werde ich es dann mit so einer Kräuterbutter bepinseln. Da habe ich ein paar Kräuter aus dem Garten geholt, das ist Rosmarin, Majoran, Currygaul, ein wenig Minze, also ein Blatt und zwei Knoblauchzehen. Da kommt dann ein Teil der Butter rein und für die Schärfe sorgt dann Chipotle. Leute, mehr ist einfach nicht und ich werde sagen, ich würze jetzt mal den Kollegen hier mit dem Rub, aber das brauche ich euch ja nicht zu zeigen, oder? Also ich werde sagen, wir sehen uns draußen an unserem Pelletgrill. So Leute, wir sind wieder an unserem Grillplatz. Das Wetter ist heute ein bisschen unbeständig, deswegen steht mein Grill hier unterm Dach. Wir lüpfen mal den Deckel. Ja, ihr seht, es ist noch nichts drauf, aber ich würde sagen, wir starten mal. Also, ihr hört, er startet jetzt und ich würde sagen, ich hole euch wieder mit dazu, wenn ich die Zieltemperatur von 120 Grad erreicht habe. So Leute, der Grill hat es die eingestellte Temperatur von 120 Grad erreicht. Hier ist unser Tomahawk, das habe ich schon gewürzt. Machen wir mal den Deckel auf. Da kommt meine improvisierte Rosterhöhung wieder ins Spiel. Und dann packen wir unseren Kollegen darauf. Was ich jetzt noch schnell machen muss, ich habe hier einen Kerntemperaturfühler, den habe ich schon mal angeschlossen, den schiebe ich da jetzt mal kurz weg. Und dann muss ich mal schauen, wie ich den am besten platziere. Ich drehe das Ganze mal ganz kurz und fahre von hier direkt in die Mitte. So Freunde, Deckel zu und jetzt lassen wir den Grill seine Arbeit machen. Und ich muss noch die Temperatur einstellen. Yes, das hätte ich fast vergessen. Moment, wir schauen mal. Ich habe meine App. So, ich stelle mal ein auf. Ich bin jetzt nicht der so eige Medium-Esser. Ich stelle mal auf 60 Grad. Das ist für uns genau richtig. Und zack, 60 Grad. 9 Grad haben wir jetzt im Fleisch. Und ich würde sagen, Leute, ich stelle den Grill erstmal auf 130 Grad. Ich denke, die erste halbe Stunde, dass er ein bisschen Temperatur bringt, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Ich ändere das jetzt mal ganz kurz. Das ist das Schöne an so einer App-Steuerung. Zack, 130 Grad liegt an. Und ihr hört es, der Grill beginnt jetzt zu arbeiten. Gut, hat schon eine Gesamttemperatur von 139. Okay, schalte das gleich wieder ab. Und nach fällt die Temperatur wieder auf 130. So, das war's bis hierhin und wir sehen uns später nochmal. So Leute, kurze Zwischenfazit. Wir liegen jetzt bei ja, so knappe 49, 50 Grad und wir machen mal den Deckel auf. Und da haben wir unsere Butter mit den Kräutern. Da bepinseln wir das Ganze jetzt, dass es wirklich ein geiles Aroma gibt. So, also das Ganze werde ich jetzt ja, so alle 10 Minuten wiederholen, bis wir auf die Zieltemperatur gekommen sind. Und wie gesagt, wenn es dann die Zieltemperatur erreicht ist, dann sehen wir uns wieder. So Leute, unsere Zieltemperatur ist inzwischen erreicht. Schaut euch es an, da liegt das Prachtstück. Ich hole es jetzt runter, lasse noch ein paar Minuten ruhen und dann geht es direkt zur Verkostung und natürlich zum Anschnitt. So Leute, unser Tomahawk-Steak habe ich nochmal
4-5 Minuten ruhen lassen und ihr seht, einen schönen Glanz hat es bekommen von der Butter. Bin mal gespannt, wie es geworden ist. Wir schneiden mal unsere Fleischpeitsche hier an. Uiuiui, das ist schon ein rechter Kolben hier. Sieht aber gut aus. Mhm. Also riechen tut es richtig gut hier. Ja, auf jeden Fall. So, kurz durch. Und dann haben wir hier so, Freunde, das ist nachher für mich. Das sind die Orsch, das heißt der Knochen. Aber probierele vorweg. Leute, ich glaube, ich tue den Knochen abnagen. Willst du auch ein Stück? Ja. Schneiden wir mal ein Stückle. Einmal. Willst du das? Kannst du es? Ja. Danke. Ja. So. Jetzt legen wir unseren Kollegen mal da rum. Und schneiden das mal an. Aber ihr seht ja, Leute, schaut euch mal das an. Ist das nicht auf den Punkt? Ah, das ist mega. Guck mal. Ja, so finde ich es okay. Nicht okay, das ist Weltklasse. Ja, klar. So, Leute, jetzt geht's gleich zum Fazit. Wird probiert und dann wird aber ruckzuck wird gegessen. So, Leute, jetzt wird aber probiert nochmal. Ach, das Zeug ist so saftig. Da habe ich noch ein bisschen Steakpfeffer drauf gemacht. Und jetzt. Was du halt gleich merkst, größer. Ist halt auch, dass es gedry-aged ist. Also leicht nussiger Geschmack. Und ganz leichter auch Geschmack kommt noch, was ich eigentlich mag. Aber wirklich nur ganz leicht. Mit der Butter, Kräuter, Tunke, die wir dann oben drüber gepinselt haben, kommt noch so ein Kräuter-Knoblauchgeschmack mit oben drauf. Ey, das schmeckt richtig geil. Aber Leute, ist sowas. Schluss der Quatscherei jetzt. Ich muss essen, sonst ist es kalt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch kein Abonnent von uns seid, Leute, könnt ihr jetzt gerne nachholen. Würde uns riesig freuen. Kommentiert unter den Videos. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.